Wer ist Lotus und wer sind eigentlich die Orokin, von denen in Warframe immer geredet wird? Und was hat es mit den riesigen Monstern in den Ebenen von Eidolon auf sich und was sind überhaupt die Warframes und die Tenno? Antworten auf diese Fragen liefern wir euch jetzt, denn die Hintergrundgeschichte von Warframe ist viel umfangreicher, als man vermuten würde. Sie ist geprägt von Überheblichkeit und Arroganz und erzählt vom Untergang eines gewaltigen Sternenimperiums. Ach ja, und sie ist im Detail ganz schön makaber. Bevor es losgeht, hier aber noch eine Spoilerwarnung. Natürlich werden wir Details zur Geschichte des Spiels verraten. Ihr wurdet hiermit gewarnt. Warframe spielt in einer fernen Zukunft. Bevor eure Geschichte im Spiel beginnt, ist also schon ganz schön viel passiert. Doch davon erfahrt ihr als Spieler zunächst nichts. Deshalb nehmen wir euch jetzt auf eine Reise mit in die Vergangenheit des Warframe-Universums. Und los geht es zu einem Zeitpunkt, an dem die Menschheit auf dem Zenit ihrer Macht ist. Technologisch weit fortgeschritten hat sie das ganze Sonnensystem, im Spiel als Origin-System bezeichnet, besiedelt. Die Menschen bezeichnen sich selbst inzwischen als die Orokin und ihre Gesellschaft kennt keine moralischen Grenzen. Die Entdeckung einer Paralleldimension, die als Void bezeichnet wird, stellt jedoch eine Zäsur im Reich der Orokin dar. Die Philosophie der Orokin-Gesellschaft basiert seitdem auf einer Dualität, dem Zusammenwirken von Körper und Geist, der physischen Welt und dem Void. Die Orokin entwickeln einen starken Drang zur Perfektion, zu ewiger Jugend und eine regelrechte Sucht nach Ästhetik. Um all das zu erreichen, modifizieren sie nicht nur ihre eigenen Körper, sondern nutzen auch eine Technologie, mit der sie ihren Geist in den Körper eines Kindes transferieren können. Dafür vollziehen sie ein Ritual namens Continuity, bei dem die Psyche eines Lebewesens gefoltert wird, bis dessen Körper nur noch eine leere Hülle ist, die sie mithilfe einer Technik namens Transference übernehmen können. Klingt ganz schön makaber, ist aber noch längst nicht alles. Die Gesellschaft der Orokin basiert nicht auf Gleichberechtigung, sondern folgt einem Kastensystem, in dem nur die obersten Mitglieder der Gemeinschaft alle Vorzüge ihrer Stellung auf Kosten der niederen Kasten genießen können. Neben diesen niederen Kasten gibt es auch noch Wissenschaftlerkasten und ganz am unteren Ende der gesellschaftlichen Leiter stehen dann noch die geklonten Sklaven, Grineer genannt. Um über die Grenzen des bekannten Systems hinaus zu gelangen, experimentieren die Orokin mit dem Void und wollen ihn nutzen, um weite Entfernungen in geringer Zeit zu überbrücken. Dafür schicken sie das Militärschiff Zariman 10-0 los, bei einem Jungfern-Void-Sprung verschwindet das Schiff allerdings spurlos. Erst Jahre später finden die Orokin die 10-0 wieder, die einzigen Überlebenden an Bord sind eine Gruppe von Kindern, die seit diesem Vorfall mysteriöse Fähigkeiten besitzen. Um ihren Namen nicht äußern zu müssen, bezeichnen die Orokin die Kinder nur noch nach dem Schiff, auf dem man sie fand, 10-0, also Tenno. Denn die Orokin fürchten diese Kinder, bezeichnen sie gar als Teufel und wollen sie ausradieren, weil sie ihrer Vorstellung von Perfektion widersprechen. Doch eine Genetikerin namens Margulis stellt sich dem geplanten Massenmord entgegen. Sie hat eine mütterliche Beziehung zu den Kindern aufgebaut und erklärt, dass die Jungen ihre Fähigkeiten kontrollieren könnten. Im Zuge ihrer Forschungsarbeit schafft sie es auch, die Kräfte der Tenno in gewissem Maße einzudämmen. Dafür werden die Kinder allerdings in ein Koma versetzt. Zusammen mit der Wissenschaftlerin Silvana beginnt Margulis die Arbeiten an künstlichen Körpern für die Tenno-Kinder, die diese trotz Koma fernsteuern können. Margulis Forschung wird jedoch nicht geduldet und letztlich wird die Wissenschaftlerin wegen ihrer Arbeit mit den Tenno-Kindern zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gegen die strenge und oft gnadenlose Herrschaft der Orokin regt sich jedoch irgendwann Widerstand. So zum Beispiel durch den Söldner Ordan Karis, der sich zwar offiziell für das Imperium verdient macht, aber so nur näher an die Machthaber herankommen will. Als die Führung der Orokin ihn zum Dank die Unsterblichkeit anbietet, wendet sich Karis gegen seine Herren. Denn das Angebot, selbst zu einem unsterblichen Orokin zu werden, erzürnt ihn. Im folgenden Kampf wird er tödlich verwundet, gerettet wird er unfreiwillig von einem Orokin-Exekutor namens Ballas. Der wiederum war der Liebhaber der Tenno-Forscherin Margulis und transferiert jetzt den Geist von Karis in einen Computer, damit Karis fortan die Tenno-Kinder beschützt,
Alles, was er dazu tun muss, ist die Erinnerung des Söldners zu manipulieren. Aus Ordan Caris wird so ein Cephalon, eine KI namens Ordis, die euch bereits früh im Spiel weiterhilft. Das macht Ballas nicht aus Nettigkeit, sondern um seine eigenen Ziele zu verfolgen, denn der Tod von Margulis hat ihn schwer verbittert. Zur selben Zeit erkennen die Orokin, dass ihr Drang nach Expansion und Fortschritt langsam das eigene Heimatsystem zu zerstören droht. Als Ausweg wird die Besiedlung des Tau-Systems beschlossen. Das muss aber erstmal terraformt werden. Für diese Aufgabe erschaffen die Orokin eine mechanische Lebensform, die sich selbst reparieren, reproduzieren und auch an die härtesten Umweltbedingungen anpassen kann. Die einzige Schwäche dieser Maschinenrasse ist der Void, denn dort verlieren die künstlichen Wesen ihre Reproduktionsfähigkeit. Im Tau-System entwickeln sich diese Maschinen jedoch weiter und erlangen ein eigenes Bewusstsein. Skynet lässt grüßen. Von nun an bezeichnen sich die einstigen mechanischen Sklaven als sentient und erkennen, dass ihre Orokin-Herren das Tau-System genauso zugrunde richten würden wie das Origin-System. Um das zu verhindern, kehren die Sentient zu den Heimatwelten der Orokin zurück und beginnen einen Krieg gegen das mächtige Menschenimperium. Dieser Konflikt wird in Warframe als der Alte Krieg bezeichnet und markiert den Anfang vom Ende des Orokin-Reichs. Die Sentient sind in der Lage, die Technologien der Orokin gegen ihre ehemaligen Meister einzusetzen. Um sich gegen die neue Bedrohung zu wehren, experimentieren die Orokin mit einem Virus, den sie Technocide nennen. Der befällt nicht nur organische Lebewesen, sondern auch künstlich erschaffene und lässt diese mutieren. Diesen Virus nutzte bereits Margulis als Grundlage für die Warframes, deren Entwicklung Ballas nach ihrem Tod übernahm und vollendete. Das sind in Wirklichkeit keine Kampfanzüge, sondern Menschen, deren Geist von den Orokin gebrochen wurde und die mit einem besonderen Stamm des Virus namens Helminth infiziert wurden. Durch die darauf folgende Mutation verformten sich die Körper, sie wurden stärker und ihre Haut zudem härter. Die Continuity wiederum beraubte sie ihres Verstands und sie werden zu leblosen Hüllen, perfekt um von den Tenno ferngelenkt zu werden. Der Kampf der Orokin gegen die Sentient ist im Spiel derzeit nur bruchstückhaft dokumentiert. Der Einsatz des Technocide selbst gegen die Sentient schlägt fehl. Und auch Versuche, die Warframes als solches einzusetzen, funktioniert nicht. Denn sie sind unkontrollierbar und verwildern. Ein Fakt, der auch im Spiel ab und an genannt wird, nicht selten wird hier von Warframes berichtet, die wild und ohne einen Operator agieren. Die Orokin bemerken aber schließlich durch einen Zufall, dass die Tenno-Kinder der Saruman Ten-Zero in ihrem Koma die Warframes mit Hilfe der Transference kontrollieren können und so zahlt sich Margulis bisherige Forschung doch noch aus. So setzen die Orokin ausgerechnet die von den verhassten Tennos aus ihrem Koma heraus kontrollierten Warframes gegen die Invasion der Sentient ein. Da die Sentient weder die Warframes selbst noch deren traditionelle Schwertwaffen übernehmen können, gelingt es den Orokin, den Krieg für kurze Zeit zu ihren Gunsten zu wenden. Doch für Jubel bleibt keine Zeit, denn Ballas, immer noch verbittert über den Tod seiner geliebten Margulis, begeht Verrat an seiner Spezies und verrät dem Sentient Hanho die Schwachstelle der Warframes, die Tenno, die sie kontrollieren. Hanho schickt daraufhin eine in Anführungszeichen Tochter, eine Gestaltwandlerin namens Nata, zu den Tenno. Nata nimmt die Form der verstorbenen Margulis an und manipuliert die Tenno so, dass die ihre Warframe-Körper aus der Siegesfeier des Orokin-Imperium über die Sentient ein Massaker an den Menschen ausführen lassen. Der Anfang der Tenno-Rebellion und damit das Ende des Orokin-Imperiums geht als der Kollaps in die Vorgeschichte von Warframe ein. Im daraus resultierenden Chaos erheben sich die unterdrückten Grineer-Sklaven und starten Aufstände im gesamten System, um Waffen und Technologie der Orokin zu erbeuten, darunter auch die Klontechnologie. Zudem spaltet sich eine weitere Gruppe vom Imperium ab. Die ehemaligen Wissenschaftler und Industrialisten des Alten Reichs versammeln sich getrieben von Gier und Profit unter dem Banner der Corpus neu. Nach dem Fall des Imperiums sollte die Formwandlerin Nata eigentlich alle Tenno töten, doch sie hat nicht nur die Form von Margulis übernommen, sondern auch deren Zuneigung für die oft angefeindeten Kinder. Deshalb versteckt sie die Überlebenden der Saruman Ten-O auf dem Mond und verfrachtet den Erdtrabanten komplett in den Void, wo die Sentien sie nicht erreichen können. Als Wächter der Tenno nimmt sie schließlich ihre neue Identität als Lotus an, eure Auftraggeberin im Spiel.
I am not Natah. I am the Lotus. Von den Orokin selbst verbleiben nur noch Ruinen, die ihr im Spiel besuchen könnt. Dazu zählen ihre zahlreichen Bauten im Void selbst, der Turm in Cetus auf der Erde und die unzähligen Überreste auf der Venus in Orb Vallis. Jahre nach diesen Ereignissen beginnt schließlich das eigentliche Spiel. Die Tenno werden von Lotus erweckt und haben keine Erinnerung mehr an die vorhergegangenen Ereignisse. Lotus selbst schickt sie nun auf Missionen, um das Machtgleichgewicht zwischen dem Corpus und Grineer zu erhalten und Ausbrüche der aus dem Technocide-Virus entstandenen Infestation zurückzuschlagen. Der Status quo soll auf jeden Fall erhalten bleiben und keine Fraktion die Überhand gewinnen. Doch auch die Sentient ruhen nicht und ihre Überreste aus dem alten Krieg erheben sich auf der Erde in Form der Eidolons, die versuchen, sich selbst zu reparieren. Als Spieler erfuhren wir zuletzt, wie Ballas Lotus in einem Versuch, Margulis zurückzuholen, entführte. Statt Margulis zurückzubringen, entfernte Ballas jedoch nur ihre Lotus-Persönlichkeit, wodurch sie wieder zur Formwanderin Natah wurde. Um ihre Mutterfigur zurückzuerhalten, verfolgen die Tenno daraufhin Ballas und töten ihn, zumindest sieht es so aus. Tatsächlich taucht Ballas später als Sentient wieder auf und verflucht Natah und die Sentient dafür, seinen perfekten Körper ruiniert und ihn seines ebenso perfekten Todes beraubt zu haben. Er überlässt den Tenno sein Schwert Paracesis, damit diese sich statt seiner rächen und Lotus sowie die Sentient vernichten. Weiter geht es mit der Geschichte von Warframe, demnächst mit dem neuen Krieg. Der begann bereits mit dem noch Ende 2019 veröffentlichten Update Empyrean und soll sich 2020 zu einem größeren Konflikt entwickeln, in dem die Sentient einen Krieg gegen das Origin-System führen. Ebenso ist The Dovahri Paradox geplant, das die Entwickler von Digital Extremes auf der TennoCon 2019 angekündigt haben. Hier finden sich die Tenno in einer offenen Welt im Void wieder. Paradox daran ist, dass sie hier auch eine Hälfte der Saruman Tenno entdecken, die ja eigentlich aus dem Void entkommen konnte. Aber das ist dann wohl eine Geschichte für ein anderes Video. Wir hoffen jetzt erstmal, dass ihr ein bisschen besser bei der Warframe-Story durchseht und dass wir alles richtig verstanden haben, denn das ist ja mal eine wirklich wilde Vorgeschichte. Wenn euch noch besondere Story-Details wichtig sind, die Warframe-Interessierte unbedingt wissen sollten, schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare.